Einen wunderschönen guten Morgen. Heute wird es ein bisschen anders werden in diesem Vlog bei Mark on the Road. Und zwar, ich befinde mich auf der World Food Istanbul. Das ist das, was ich in meinem Alltag mache. Und ich habe mir gedacht, ich nehme dich einfach mal mit auf eine kleine Tour, sozusagen arbeiten mit Mark. So, diese Messe hier in Istanbul ist spezialisiert auf die verschiedensten Nahrungsbereiche, Rohstoffe, Lebensmittel im Allgemeinen. Ich suche hier nach interessanten Produkten, die die Welt benötigt und die man natürlich dann entsprechend jemanden anbieten kann. Trainingpartner A zu Trainingpartner B sozusagen. Also seid ihr gespannt, dann lasst uns mal hier loslegen. In der World Food treffen sich natürlich viele Hersteller aus der Türkei, aber auch aus dem Nahen und auch Mittleren Osten, die hier vertreten sind. Die versuchen diese ganze Region mit ihren Produkten, sage ich mal, zu beliefern bzw. aufmerksam zu machen, was man im Angebot hat. Also ihr könnt aber auch zum Beispiel hier erkennen, dass es einige europäische Firmen geben, die versuchen beispielsweise Produkte dann hier in dieser Region zu verkaufen. Ob es jetzt Tee ist, Kaffee oder andere Rohstoffe, die hier natürlich im Angebot sind. Du findest hier eine riesen Auswahl. Es ist das 30-jährige Jubiläum in diesem Jahr hier in Istanbul, dieser Messe. Und es ist natürlich wieder ein Treffpunkt, um sich auszutauschen, um neue Menschen kennenzulernen, networken und so alles. Und es wird sehr, sehr entspannt. Und ich freue mich eigentlich drauf, hier auch wieder ein paar alte Gesichter zu sehen. Die Türkei ist natürlich auch ein großer Molkereiproduzent, das heißt Käse, Milch, Butter, all diese Sachen findest du hier natürlich auch. Dazu kommen andere Sachen, schöne Feinheiten, wie solche Sachen beispielsweise, die im Gesundheitsbereich eher eingesetzt werden, wie Honig. Und natürlich hier wieder eine tolle Auswahl an echten Käse. Zum Beispiel Tiefkühlprodukte, du kannst erkennen hier Erdbeeren oder so, das hier dieser Händler im Angebot hat für die Welt. Es ist jetzt nicht so, dass du hierher gehst und dann die Produkte je nach Lust und Laune einkaufst, sondern du musst natürlich Recherche machen vorab. Du musst verstehen, was die Anforderungen sind deiner Kunden, was die Anforderungen sind der entsprechenden Länder für Einfuhrbestimmungen beispielsweise. Was ist die Nachfrage? Welches Lebensmittel, Produkt oder welche Produktgruppen im Allgemeinen es gibt, die interessant sein könnten für bestimmte Regionen. All diese Sachen, also Hausaufgaben. Es ist nicht nur einfach hierher gehen und getrocknete Tomaten essen oder ein leckeres Stück Bruschetta. Du liebst es.
Filmen und ein bisschen der Arbeit nachkommen. Das ist relativ schwierig hier, aber ich zeige euch mal ganz kurz, wie das ausschaut im Eingangsbereich. Hier sind die ganzen interessierten Menschen dabei, Zugang sich zu verschaffen. Hier nochmal der Hinweis auf die World Food Istanbul. Ich nehme euch jetzt einfach mit in so eine Halle rein, dass ihr mal eine Idee habt, was es eigentlich hier für Produkte gibt. Ich mache das sprachlos, weil ich hinterlege ich ein bisschen Musik, sodass ihr sehen könnt. Also das ist ein anderer Vlog, als wir den üblicherweise mal machen. Aber ich nehme jetzt mal kurz so 20 Minuten Zeit für euch, um einfach mal ein bisschen das zu zeigen. Also gehen wir mal rein hier in den Sektor Hygiene, Reinigungsprodukte, Lebensmittel und Öle. Trifft sich dann beispielsweise in so kleine Meetingboxen, um sich dann auszutauschen über die Produkte, um zu sehen, was denn gegebenenfalls Neues auf dem Markt ist hier. Das hier ist zum Beispiel eine Unternehmung, die so Energietrinks anbietet. Wir gucken uns mal hier diese Messe noch mal an. Hier gibt es zum Beispiel Datteln im Angebot. Oliven. Der Händler hier verkauft zum Beispiel Reis und ein paar Cranes. Hier getrocknete Früchte. Hier, das ist zum Beispiel häufig etwas, was du halt hier bekommst. Da gibt es dann, wird dann frisch zubereitet irgendeines dieser Produkte, was die im Angebot haben, wo du das dann ausprobieren kannst. Mehrbar. Der eingelegte, marinierte Oliven hat er im Angebot. Das wäre jetzt zum Beispiel etwas für den Export. Der Produzent natürlich hier in der Türkei sitzt. Also das wäre ein Produkt, was man dann in die Welt vertreiben könnte, wenn eine Nachfrage besteht bei einem bestimmten Ort oder in einem bestimmten Land, zum Beispiel nach türkischen Oliven. Normales Bild, man sieht halt viele Leute oder Besucher, die auf solche Messen gehen, die eigentlich gar kein Interesse daran haben, ein Produkt zu kaufen oder zu networken, sondern ihre Zeit mehr oder weniger totzuschlagen und dann zu sehen, dass sie dann so viele Artikel wie möglich umsonst ausprobieren können oder essen können. Also manch einer stopft da sich die Taschen wirklich voll. Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Ja, also lass uns mal in die weitere Halle gehen. Wir schauen uns das mal an, was es hier noch alles gibt. Da ist zum Beispiel der Stand von Brasilien hier. Dass jeder, der meine Brasilien-Videos gesehen hat, der weiß, dass man hier
im Angebot hat. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Hier gibt es zum Beispiel jemanden, der hat dann Kaffee im Angebot. Auch hier die verschiedensten Richtungen. Also du siehst zum Beispiel hier Klassik, Mix mit Kardamom und sowas alles. Also es ist eine gute Auswahl, wenn man wirklich weiß, was man eigentlich sucht. Ja, es gibt natürlich auch Überraschungen teilweise auf solchen Messen, also Sachen, die einfach, sage ich mal, die man nicht erwartet hat, weil es eine Neuentdeckung gibt oder eine Neuentwicklung eines Produktes, man den Markttrend nicht gefolgt ist. Also ganz interessant. Hier auch nochmal wieder die verschiedensten Oliven. Und es ist so, du findest hier Trader, also ganz normale Leute, die Handel betreiben, aber auch Produzenten. Gleichzeitig kommen natürlich auch Einkäufer hierher, die dann für große Unternehmen Ware kaufen. Hier ganz kurz noch mal ein Hinweis. Zum Beispiel, das ist jemand, der ganz klar Großhändler ist, also der kauft sich Produkte an von Procter & Gamble zum Beispiel, wie das Head & Shoulders, und der verkauft es dann hier in großen Mengen dann an irgendwelche Unternehmen, die vielleicht so einen kleinen Tante-Emma-Laden haben und so und hier doch noch einen besseren Preis bekommen als bei der Metro. Das hier ist jetzt ein sehr interessanter Stand, und zwar der beschäftigt sich mit dem Prozess von Getreideanbau. Ja, wie das alles funktioniert, also hier ist eine kleine Übersicht. Zum Beispiel die Lieferung in den 40 Ländern, Türkei natürlich, Südamerika, ganz Afrika, ein bisschen in Asien. Also es gibt zwei, drei Überraschungen, die werde ich nicht in diesem Video erwähnen. Ja, man muss einen Marktvorsprung hier haben. Es ist eine interessante Entwicklung hier im Nahrungsmittelbereich, was alles auf den Markt gekommen ist in den letzten 2 Jahren. Welche Weiterentwicklung es gibt, jetzt allgemein im Lebensmittelbereich. Aber ich sage euch, dass für die nächsten 5, 6 Jahre ist es so, dass im Rohstoffbereich, also normale Softgrains, also in diesem Bereich, das heißt Getreide beispielsweise, natürlich auch Sachen wie Zucker, Mehl, Weizen, all diese Sachen, da wird die ein oder andere Rohstoff mit dabei sein, der ganz klar den Aktienmarkt und auch den Anleihenmarkt outperformen wird über diesen Zeithorizont. Ich sage immer, das ist jetzt, wie gesagt, das ist ein anderer Vlog. Der ist jetzt nicht so das, was wir normalerweise tun. Eigentlich über Mark on the Road dann die Städte zeigen und ein bisschen die Sehenswürdigkeiten besichtigen oder wie das Leben im Ausland ist im Allgemeinen. Hier geht es jetzt einfach mal darum, halt so einen Marktbereich zu zeigen, der euch dann die Möglichkeit gibt, euch aufzustellen, beispielsweise für eine eventuelle, sage ich mal, eine Situation, auf die man sich vorbereiten muss. Ich benutze absichtlich nicht dieses Wort, was manch einer in der Medienlandschaft gerade verbreitet, aber Vorbereitung ist wichtig. Ja, man muss sehen, welche Trends es gibt, welche Entwicklungen einfach vorangehen, und dafür sind solche Messen immer sehr, sehr hervorragend, eigentlich besucht zu werden. So, hier gibt es die Möglichkeit, wenn ihr Produkte kauft direkt auf dem Markt, dass ihr das hier mit Alibaba dann versendet oder natürlich auch von Alibaba selber Ware einkauft.
für meine thailändischen Freunde hier PBS Tuna aus Thailand. Sehr vorsichtig sein, auch bei der Auswahl der Unternehmen, die hier auf der Messe sich präsentieren, weil eine Messerepräsentant bedeutet nicht, dass das Unternehmen auch wirklich, sage ich mal, zufriedenstellend Qualität liefert oder sauber arbeitet. Also das ist jetzt kein Merkmal, dass nur wenn jemand hier einen Stand hat, dass dieses Unternehmen tatsächlich auch wirklich die Dienstleistungen, die sie anbieten, ja liefern können. Also das ist etwas, wo man immer vorsichtig sein muss. Man arbeitet sehr, sehr viel mit der Chamber of Commerce zusammen, um einfach auch mal natürlich einen Blick zu haben auf das Unternehmen selber, um zu verstehen, ob die überhaupt einmal diese Exportlizenz haben, das liefern zu dürfen, ja, ob die überhaupt in der Lage sind, die gewünschte Menge beispielsweise, die man anfragt für einen Kunden, einfach nur als Beispiel, überhaupt liefern kann, ja, oder ob es irgendwelche Probleme gibt, vielleicht mit den Mitarbeitern, ja, ob irgendwie einer der Geschäftsführer oder Managing Director vielleicht einen Namen hat, der einfach, sage ich mal, schlecht, ich will nicht sagen gescammt oder als Scam verwendet wird, aber es gibt einfach manche Sachen, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, gerade wenn man sich in diesem Umfeld, das ist egal, ob das jetzt eine Messe ist für Essen, Nahrungsmittel, Textilbereich oder wie auch immer, damit umgeht, dann ja, einfach ein bisschen vorsichtig sein. Das ist der türkische Bereich, in dem wir uns jetzt befinden. Hier ist natürlich alles übers Essen. Lokale Produzenten. Ihr könnt ihr zum Beispiel schon erkennen, das sind die Molkereiprodukte. Und hier ist die Startup-Zone, die es dann gibt. Da gibt es das ein oder andere Unternehmen, das ganz interessante Produkte auf den Markt gebracht hat, die allerdings natürlich noch nicht so verbreitet sind in den verschiedensten Restaurants oder in den verschiedensten Supermärkten angeboten zu werden. So, mit Peace und Blessings verabschiede ich mich aus einem anderen Vlog. Keine Sorge, die typischen Mark on the Road Vlogs gibt es dann wieder sehr, sehr bald auf diesem Kanal. Bis dahin, alles Gute dir und wir sehen uns im nächsten Abenteuer hier bei Mark on the Road. Adios, guys.